Hallo und willkommen bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und heute machen wir ein weiteres Reware. Diesmal mit dem NES Advantage Controller für das NES. Was für damalige Verhältnisse ein sehr großer Brocken war. Wir schauen gerade mal. 16, 20 Zentimeter sowas. Ja. Im Gegensatz zu den kleinen Controllern mal was ganz anderes, auch von der Ergonomie hier. Wir haben hier einen Joystick, A- und B-Tasten, Turbo-Funktionen für die beiden und einstellbare Geschwindigkeiten über diese Portis. Und natürlich Slow-Motion-Taste, Start, Select und was Besonderes, wir können hier zwischen ein und zwei Spieler umschalten. Das ging dadurch, dass man hier zwei Eingabekabel hatte, also die konnte man halt an Controller-Port 1 und 2 anschließen und dann hier am Gerät umschalten, falls man mal spontan den zweiten Player spielen wollte. Musste man nicht aufstehen und umstecken. So, schauen wir mal uns das Ganze von innen an, was da drin steckt. Also, wir haben hier das Modell von 1987 mit Seriennummer und sehen auch gleich an der Stabilitätsunterseite zwei Schrauben. Die nehmen wir mal raus. Selbstschneidend, recht starke Gewindesteigung. Da braucht man nicht so viel Umdrehung. Alle, so richtig raus geht's noch nicht. Wahrscheinlich hier unter den Gummifüßen werden wahrscheinlich noch weitere Schrauben sein. Schauen wir gerade mal nach. Mit ein bisschen Gewalt. Jo. Oh. Okay, wir sind offensichtlich nicht der Erste, der danach geguckt hat. Die hier ist auch nicht ganz einfach, aber klebt so gut, dass wir es wahrscheinlich auch wieder verwenden können hinterher. Da ist noch einen drunter und ja, dann wahrscheinlich hier konsequenterweise die vierte und jo, ist da. Nehmen wir die gerade noch auseinander. Der NES Advantage selber, das war ja damals ganz lustig, der kam auch im Film Ghostbusters 2 vor, als die Geisterjäger hinterher die Freiheitsstatue gesteuert haben. Da hatte Egan, glaube ich, das Gerät vorne so auf dem Pult und hat damit die Freiheitsstatue gesteuert. Wahrscheinlich haben sie extra den großen genommen, damit man ihn als Controller erkennt. So, Stabilitätsrückseite, ja, die legen wir mal zur Seite. Recht massives Teil. Und wir haben jetzt hier einmal Kabelzugentlastung, eine etwas größere Platine, das ist noch alles schön altertümlich und natürlich hier schauen wir uns mal den an, wie hier die Joystick-Mechanik aufgebaut ist. Das ist ja kein analoger Joystick, sondern ein digitaler, das heißt, wir werden darunter irgendwie vier Schalter wiederfinden, nachdem wir die Schrauben hier rausgenommen haben. Das wirkt so ein bisschen, als wäre das unter Spannung. Wahrscheinlich kommt es uns dann gleich irgendwann entgegen. Unten auch mit den fünf Anschlusskabeln. Einmal Masse und dann vier Richtungen. Und da kommt schon. Da ist eine Feder hinter. Und hier, der hat sich auch noch ganz gut gehalten. Hier ein bisschen dreckig. Vier Gumminupsis für die Schalter. Und der ist, eine ziemlich dreckige Sache, obwohl eigentlich bisschen Abrieb geht aber noch. Feder ist auch noch hinter. Moment mal, den müsste man doch hier eigentlich, den können wir abschrauben. Dann können wir den Joystick selber hier auch auseinandernehmen. Moment. Oh, das dauert aber. Ah, da ist er. Jo, das ist ja eine recht massive Sache. Ja, die Feder hier lassen wir mal und dann schauen wir doch mal, was da noch so drunter ist. Ich vermute, auf der anderen Seite sind noch die Kontaktstellen für die Schalter. Das waren ja immer diese Gummiflächen. Das hier ist jetzt wohl die Zugentlastung. Ich glaube, die können wir einfach so rausschrauben. Oder? Ja, sehen wir ja, wenn auf der anderen Seite gleich was abfällt. Interessante Form eigentlich. Nee, hält noch alles. Das wird es aber noch nicht gewesen sein, oder? Nee. Dann nehmen wir hier die drei schwarzen Schrauben, die nehmen wir auch noch gerade raus. Gehen ein bisschen stramm. Und da oben, da ist noch ein Metallblech drunter, das für Abschirmungszwecke, das verbindet halt mit der Stahlblechrückseite und legt da uns noch eine schöne Massefläche drunter. Ich glaube, hier müssen wir erstmal die Poti-Kappen noch abbekommen, oder? Das ist recht stramm. Aber die müssen noch irgendwie runtergehen. Einfach nur durchgesteckt werden die wahrscheinlich nicht sein. Ich glaube, da hängt es jetzt noch dran.
Nee, nee. Ja, sieht schön, dass man sich, dass es sich auch dreht, aber wie sieht das denn aus? Na, nee, da müssen wir dann wohl irgendwie runter. Ah ja, doch, 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 der kommt, der kommt. Dann kommt der auch hier. Los. Jo. Okay, ah ja, genau. Die sind da nochmal festgeschraubt. Ja, da habe ich aber gerade nichts Passendes zur Hand für. Da muss ich mal gerade unterbrechen und besorg mal eben das passende Werkzeug. So, das passende Werkzeug besorgt. Einmal den Knarrenkasten. Das müsste eigentlich hier ein Zehner sein, oder? Ja, das fühlt sich gut an. Dann drehen wir da jetzt mal die Haltemutter noch von den Potis raus und dann müssten wir das eigentlich alles rauskriegen. Das geht schon mal sehr einfach. Ich hole mir mal gerade die Verlängerung, dann kann man das ein bisschen besser schrauben hier. Sehr leichtgängig. Man hat ja irgendwie nicht so das Gefühl gerade für, wann die los ist. Das müsste jetzt aber eigentlich. Nee, noch nicht. Der da ist. Nee, der will noch nicht so. Doch ein Neuner? Nee. Nee, Neuner ist es doch nicht. Also nicht aus Versehen mit dem größeren angesetzt und das hat funktioniert, sondern ist tatsächlich ein Zehner. Ja, auch drammeln wir noch ein bisschen, das müsste eigentlich gleich. Na komm. Der eine geht, der andere noch nicht. Ja, jetzt aber, oder? Bisschen sanfte Gewalt. Schauen wir nochmal hier. Na, der will da. Doch, doch. Oh, der ist locker genug, das kriegen wir hin. Ah. Stück noch. Jo, da ist er. Okay, dann. Jo, da haben wir unsere Tasteneinsätze. Die fallen jetzt leider raus. Und da haben wir den Rest der Platine. Jo, ein paar Mikroschalter. Hier haben wir IC von Toshiba drauf. 40 irgendwas. Jo. Da die Anschlussdrähte, das ist auf Rückseite hauptsächlich verdrahtet zu den ICs. Da haben wir noch ein paar LEDs oder die LEDs, die uns sagen, wann der Turbo-Modus eingeschaltet ist. Also das Dauerfeuer. So, unser Schalter. Paar Mikroschalter haben wir ja auch noch. Das sieht aus wie. Ja, der IC dazwischen, das müsste. Philips 7404. Okay, Logi irgendein Logikgatter auf jeden Fall. 7404 könnte irgendwie NAND sein. Naja. So, hier haben wir unsere Gumminupsis, die Schalter. Die sehen hier eigentlich noch ziemlich gut aus. Also ich habe anscheinend ein Exemplar erwischt, was noch nicht wirklich abgenutzt ist. Oder noch im guten Zustand. Also das ist nicht mein Originaler von damals. Ich hatte damals gar keinen, sondern der ist jetzt aus Nostalgiegründen im Auktionshaus mit den vier bunten Buchstaben geschossen. Aber das war offensichtlich ein ganz guter Griff. So, das waren die ganzen Einzelteile. Und jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich das Ganze wieder zusammengefriemelt kriege. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht zuzusehen, um mal zu sehen, was denn so in einem NES Advantage drin ist an Bauteilen. Oder falls jemand mit seinem nicht zufrieden ist oder es funktioniert was nicht, weiß er jetzt zumindest, wie er das Gerät aufkriegt und was da alles drin ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Rebuyer. Tschüss!